In den Feldern nennt sie diesen Titel ihrer Ausstellung. Und das ist die freie Fläche, das ist der freie Blick und auch die Leere. In den Himmel, der Blick geht immer höher nach oben und es ist so. Vielleicht ist die Wolke, die mal da war, wie es bei Brecht dann heißt, auch schon wieder weg. Und dann kommt ich lache, die Explosion und dahinter bist du, Bettina, Malerei, Grafik, Collage. Ja, das hat unmittelbar mit den Arbeiten zu tun, die hier in der Nähe entstanden sind, in Niedergörsdorf, bei Jüterburg. Das war eine sehr bewegte Zeit. Ich durfte dort auf einem Bauernhof, ehemaligen Bauernhof, wohnen und bin dann tagtäglich zur Arbeit, also zum Malen gegangen mit dem Fahrrad. Das war im Herbst. Und ich habe dann auch unter anderem meine Eindrücke von diesen sehr starken, emotional starken Tagen in einem Gedicht niedergeschrieben. Und daraus heraus hat sich das ergeben. Und ich fühle mich sehr wohl in der Natur, in der Landschaft, brauche das und verbinde dann das Schöne mit dem Arbeiten. Im Laufe der Jahre herausgestellt, dass mir das Malen mit Wasserfarben sehr liegt. Also die Lasurtechnik, sage ich jetzt mal. Ich arbeite direkt aufs Papier oder auf die Leinwand. Mit Ölfarben mache ich das genauso. Kann wunderbar mit Wasser oder Terpentinersatz verdünnen und auch Farben runterschruppeln, runterwaschen bzw. pastos arbeiten. Das hat sich für mich so entwickelt. Das sind auch Techniken, die ich immer anwenden kann, unterwegs, auf Reisen, überall. Da, wo ich mich gerade befinde. Entweder ich laufe immer wieder an Stadtsituationen oder Räumen vorbei und auf einmal macht das Peng und ich muss das festhalten, malen. Oder es passiert ganz spontan. Ich sehe etwas, bleibe sofort stehen und markiere die Stelle und male von dort. Das schwingt in etwas, das hat mit Erinnerungen vielleicht zu tun, emotional, eine große Spannung wird ausgelöst. Und um diese Spannung festhalten zu können, brauche ich genau dieses Motiv. Das Motiv drückt einen emotionalen Zustand von mir aus sozusagen. Ja, es hat sich dann herauskristallisiert, dass dort Landschaften, Stadtlandschaften, Räume, Innenräume mich anziehen und Porträts. Ja, wir haben jetzt gerade heute die Ausstellung von Bettina Hünicke eröffnet. Die wird zu sehen sein bis zum 18. März. Und im Anschluss am 31. März kommt dann eine Ausstellung von Angela Willicke, eine Glaskünstlerin aus dem Landkreis Elbe-Elster.